Stromversorgung herstellen. Damn, das ist echt sehr teuer. Dann haben wir noch 500 Tacken übrig, oder was? Und damit soll ich eine Wohnung... Gut, machen wir alles. Klar. Oh mein Gott. Großartig, jetzt haben wir Strom. Jetzt musst du weitere Jobs annehmen und Geld sparen, damit du die Heizung installieren und weitere Renovierungsarbeiten vornehmen kannst. Wahrscheinlich kommt jetzt hier viel Glück. Einfache Renovierungsjobs freischalten. Es warten bereits viele Projekte auf dich, aber die Job-App auf deinem Smartphone kannst du nun einfach... du kannst einfach Renovierungsjobs annehmen. Viel Glück. Okay. Spieler 1, das sind wir. Huch, Job. Ja. Dringend. Ich muss ein neues Badezimmer in meiner Wohnung bauen. Anforderung: Erschaffe ein neues Badezimmer und das Budget sind 4.500 Euro. Ja, krass, okay. Dringend, ich muss ein neues Badezimmer in meiner Wohnung. Und nochmal 4.500. Dann nichts wie los. Wie komme ich da hin? Gibt es eine Schnellreise? Stadtplan. Ah, wir werden hingeportet. Ist ja mega. Müssen wir gar nicht mehr laufen. Okay. Dann mal los. Renovierung starten. Wohnungseinrichtung. Erledige Renovierungsjobs, um auf die begehrten 5-Sterne-Bewertungen zu kommen. Es gibt verschiedene Bewertungskategorien, von denen die Wohnungseinrichtung die wahrscheinlich komplizierteste Kategorie ist. Der Kritiker bewertet die Wohnungseinrichtung anhand der getätigten Ausgaben. Jeder Zimmertyp hat eine eigene Gegenstandsliste, die die Bewertung beeinflusst. Um eine hohe Wohnungseinrichtungsbewertungs... Meine Güte, hier sollte mal jemand Scrabble spielen. Um eine hohe Wohnungseinrichtungsbewertung zu bekommen, solltest du zuerst das Zimmer-Infofenster öffnen, um zu sehen, welche Gegenstände in Betracht gezogen werden. Ich dachte, das ist das Infofenster. Wir gucken uns das einfach spontan an. Bevorzugte Möbel, eine Wanduhr im Bad. Klasse. Es hat Potenzial. Schön nah ran an die Materie. Ne? Wo ist denn hier eigentlich die Tür? Ach, da ist die Tür. Das ist ein Vorhang. Wie wäre es mit bevorzugten Möbeln eine Tür? Dann hört man seinen Besuch auch nicht beim... Ne? Ja. So. Dann mal los. Fangen wir an. Den Boden. Den Boden zuerst... Was ist denn cool? Sind das jetzt hier die bevorzugten? Erforderlicher Gegenstand. Oh nein, wir sind schon wieder eingeschränkt in unserer Wahlmöglichkeit. Okay. Das ist natürlich ärgerlich. Wir müssen uns jetzt einmal durchbeißen. Das hier ist die mögliche Auswahl. Das kann ja nicht schön werden. Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß. Oh Gott. Oh nee. Rosa? Nein, oh Gott, Rosa. Warte mal. Warum haben die überhaupt hier drin? Das ist echt eine Schande. Nehmen wir das. Das hat wenigstens kein Muster. Oder was ist hier? Stein? Oh mein Gott, nein. Moment. Ich habe gleich mein ganzes Budget verballert dafür, dass ich... Oh! Ein Lichtstreif am Horizont. Sieht zwar auch kacke aus, egal. Ist immer noch am besten von allem. Sehr hip. Okay. Ja. Toilettenpapier, das ist ganz wichtig. Wie wäre es mit der Toilette zuerst? Würde ich vorschlagen. Wir haben nämlich, glaube ich, nur 4.500 Euro. Nicht das, was wir als Gehalt bekommen. Sondern was wir verbraten dürfen. Und deswegen... Boah, das ist immer nervig, wenn das so weit daneben hängt, ne? Da muss man sich immer richtig verrenken, damit man ins Klopapier kommt. So, und Waschbecken wäre auch noch sinnig. Und was haben wir noch? Und eine Badewanne, oh. Die sind ja jetzt alle, also die ist ja so, ne? Hier, schön. Groß vor allem. Da kannst du richtig, richtig drin planschen.
lange und ausgiebig Meerjungfrau spielen. Ja, die Frage ist jetzt, machen 100 Euro den Braten jetzt hier fett? Ich würde sagen, nö. Gönnen wir uns mal was. Oder gönnen wir denen auch mal was? Haben wir alles? Bevorzugte Möbel, Wandpflanze und Wanduhr. Mhm. Es ist nicht erforderlich, Gegenstände dieses Typs zu platzieren, aber es wird deine allgemeine Jobbewertung verbessern. Ja, dann hauen wir jetzt alles mit Pflanzen voll. Ich mag sie ja auch. Oh, hier. Nehmen wir direkt den Doppeldecker. Den Dreifachdecker. Ja, der hängt dann in der Badewanne hier. Ja, passt schon. So, jetzt hier noch eine Wanduhr hingeklatscht, damit wir auch die Zeit nicht vergessen beim Baden. Und ne, man kann sich nie immer drauf verlassen. Von wegen schrumpelig. Die hängen wir hier hin. Und dann würde ich sagen, haben wir fertig. Das war eine Totalkatastrophe und völliger Geschmacksausfall, aber why not? Wo können wir das jetzt hier abschließen? Ich hätte ja echt eine Tür spendiert, aber ja, ist ja nicht meins. So, Job abschließen. So, und wie, was wird jetzt hier? Oh nein, ich dachte gerade, er kommt ja gar nicht zum Klo. Weil sah so aus, ne? Aber kommt er doch. Da muss man sehr kurze Beine für haben. Hä, warum hat er jetzt gemeckert? Das findet er gut, das liebt er. Das gefällt ihm nicht. Oder doch? Mhm. Ach, er war zufrieden. Okay, neue Gegenstände freigeschaltet. Cool. Stufenaufstieg. Beende Jobs, kaufe Wohnungen und unterschreibe Mietverträge, um Erfahrungspunkte zu bekommen und so höhere Stufen zu erreichen und neue Gegenstände freizuschalten. Okay. Ich habe noch eine Frage. Kaufe Wohnungen, unterschreibe Mietverträge. Beides? Das ist nicht irgendwie sinnlos? Aber okay, das machen wir. Neue Gegenstände freigeschaltet. Ein Toaster? Oh, die sind schön. Die finde ich toll. Ab sofort wird jedes, aber auch jedes Badezimmer mit diesen Fliesen ausgekleidet. So, dann gehen wir mal hier. Ich habe gerade Syndikat gelesen, aber Sycamore Circle. Sycamore. So, Da ist mein Patient. Patient Bart. Huch. Mein Gott, Steuerung. Das sieht aus wie das andere, ne? Können wir genauso einrichten. Das wird eine schnelle Nummer. Alles klar. Fangen wir an. Renovierung starten. Hey, ich hatte mir gerade so schöne Bildschirme gedreht. Von oben hat man eine gute Draufsicht. Und wir fangen direkt mit unserer neuen Errungenschaft. Wie, das ist ein Boden. Warte mal. Nein. Ach, hier. Ah, gut. Alles diese, ich mag diese U-Bahn-Teils, heißen die, glaube ich. Die finde ich total schön. Das ist aber Geschmackssache. Mag ja nicht jeder. Fußböden. Das wäre jetzt ein bisschen zu krass, ne? Aber es hätte was. Ja, wir machen mal. Wenn wir dürfen, ne? Das war echt, puh. Schon ein Hingucker. Möbel. So, Boden haben wir. Toilettenpapier. Klobürste, Toilette. Klopapier. Achso, erst Klo, dann Klopapier. Ach, das ist jetzt hier. Die wollen auch eine Wanduhr und eine Wandpflanze haben am liebsten. Gut, das hat ja hier beim letzten Mal auch gut funktioniert mit dem Klo. Die Frage ist jetzt, ich glaube, wir gönnen uns hier die ganze Wand. Moment. Hey, warum kann ich den jetzt nur draußen? Ich kann den nur draußen anschließen. Warum? Achso, hier geht's. Das sieht irgendwie furchtbar aus mit dieser Kombi. Okay. Ach, hier muss noch ein Handwaschbecken hin.
Genau. Ja, es ist dieselbe Aktion wie gerade, ne? Nicht viel Neues, würde ich sagen. Hier noch eine Badewanne. Boah, wir können die ultimative Luxuswanne hier reinstellen. Machen wir das? Ja, komm. So, jetzt noch ein Pflänzchen. Der Dreifach-Dings hier hat ja vorhin sehr gefallen. Machen wir das hier auch wieder. Das war die Uhr. Und jetzt den hier noch. Zack, fertig. Haben wir alles? Ich glaube schon. So. Ach hier. So, bin gespannt. Das findet sie gut, okay. Ah, sie liebt die Wand. Wieso? Ja, okay, war das günstigste, was ich kriegen konnte. Also im Grunde genommen musst du ja einfach alles nur teuer einrichten. Die Leute stehen einfach auf teuer. Das ist ja das Schlimme. Warte auf die Kundenbewertung. Okay, ich würde ja gerne... Ach so! Ach, guck mal, jetzt kann ich hier meine Bewertung angucken. Habe ich den Fuß? Aber da war noch einer. Hä? Erster Eindruck, 4 von 5. Hm, na gut. Wie? Ach so, okay, keine Probleme. Benötigte... Ach, das war jetzt hier das Erste? Ist ja frech. Na gut. Bevorzugte Möblierung. Von meinem eigenen Onkel. Na gut, das war dann wohl nicht sein Geschmack. Verständlich. Okay. Dann haben wir jetzt hier neue Jobs. Jobs. Ja. Webster Street. Unwichtig sind die Wände. Ich suche einen Raumausstatter, der mir ein neues Bad baut. Ja. Suche jemanden, der mir ein neues Schlafzimmer macht. Oh, das hatten wir noch nicht. Dringend. Ich brauche ein neues Bad. Sie brauchen alle ein neues Bad. Brauche schnelle Renovierung von Küche und Essbereich. Melde dich. Anforderung. Erschaffe eine neue Küche. Budget 6150. Für einen neuen Küchenentwurf. Wir wollen sie alle. Und da sind wir jetzt hier überladen. Ich glaube, wir müssen erstmal abarbeiten. Gut. Dann machen wir erstmal die... Ich muss auch immer erstmal gucken, was daraus werden soll. Weil wenn ich jetzt ja anfange, ein Bad einzurichten und es sollte eigentlich ein Schlafzimmer werden, dann wäre das nicht so gut. Ja, was war es noch gleich? Renoviere die Wohnung. Die ganze? Anscheinend schon. Ach so, nee, hier im Bad, ne? Ja. Ja, das kennen wir ja schon. So, die Wände waren Wuppe. Oder Wumpe. Man wünscht sich Wandpflanzen. Damit können wir dienen. Das ist ja so der heißeste Scheiß auf Instagram im Moment. Dass hier einfach jeder alles zutackert mit Pflanzen. Und dann... Wie soll das jetzt hier einfach so rumstehen? Moment. Ach, ich habe eine Wand vergessen. Moment. Zurück. Farbe ist schlimm. Die ist echt schlimm. Und die hatte ich doch auch gerade nicht. Moment. Die sieht so lila aus, wenn man da so rausgeht, ne? Wenn das so dunkel ist an der Seite. Hm. So, erst das Klo. Nehmen wir das High-End-Klo, dann freuen die sich. Klobürste. Ach, da können wir übrigens auch eine teurere Variante von nehmen beim nächsten Mal. Toilettenpapier. Und ein Waschbecken. Das fanden ja alle bisher immer doof. Das machen wir jetzt pompös.
pompös. Ja, so nämlich. Und dann noch eine Wanne. Am besten auch pompös? Nee, nehmen wir die. Oh, ist doch riesig. Man verschätzt, also man vertut sich einfach, ne, mit dieser Größe. Passt jetzt hier irgendwie nicht mehr so da rein, aber. Okay, und gewünscht war die Wandpflanze. Ich glaube, die hat man noch nicht, aber die ist zu billig. Wir nehmen einfach die teure. Modell Evergreen. Ne? So, Job abschließen. Oh oh. Katastrophe. Ja, die gefällt, wie gesagt, jedem. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Mhm. So, die Wanne, das ist wahrscheinlich nicht so sein Geschmack. War auch der einzige, ach okay, war der einzige Halter vom Klopapier. Die Wanne war teuer, Freund. Wie, also. Na, jetzt bin ich gespannt. Schwarze Küche. Schön. So, was haben wir für eine Bewertung erhalten? 5. Ja, nice. Besser als erwartet. Ich dachte nur, mein Schwäger könnte so gut arbeiten mit Spachtel und Farbroller leisten. Gute Arbeit sollte belohnt werden. Besser als erwartet. Dieter ist nicht gerade über sich hinausgewachsen. Aber alles ist gut gelaufen. Es mag auf den ersten Blick nicht klar sein, aber Dieter weiß, wie man renoviert. Ja, danke. Es ist jeden Cent wert, seine Wohnung so meisterhaft renoviert zu sehen. Macht seine Arbeit. Von meinem eigenen Onkel, weißt du? Ich hätte... Der hätte auch mal irgendwie was Netteres kommen können. Okay, das machen wir noch. Was haben wir jetzt hier vor der Nase? Ja, was soll das sein? Weiß es gar nicht mehr. Wichtig, erster Eindruck, Wände unwichtig, benötigte Möblierung. Renoviere die Wohnung. Der ein neues Schlafzimmer in meiner Wohnung baut. Okay. Oh, weia. Renovierung starten. Ja, Schlafzimmer. Oh, bevorzugte Möbel, Schachbrett. Schachbrett? Ach so, im Schlafzimmer? Ich dachte, da will man schlafen, einfach nur. Gut, jedem, wie er mag. Wände. Oh, die Wände, die Wandfarben. Das ist einfach alles nur so schlimm hier. Aber wir nehmen jetzt, ich weiß, ich mache es jetzt einfach so hässlich wie ich, ne? Tut mir leid. Also, weil wir haben halt auch noch nichts Schönes freigeschaltet. Und ich finde, bei Dunkel kann man auch gut pennen. Also, es ist eine gute Farbe zum Schlafen. Es ist echt übel. Es ist wirklich, ich kriege Augenkrebs. Wirklich, ich sag's euch. Heiliger Bimbam. So. Trainingsausrüstung im Schlafzimmer. Gut. Da gehen wir auf die, in die Vollen. Ne? Machen wir hier richtig, richtig Reibach. Trophäen. Gibt ja nur die. Motivationsposter. Hä? Ich dachte, wir richten ein Schlafzimmer ein. Dann nehmen wir das. Never give up. So, ein Spiegel. Am besten den. Der hängt zwar blöd, so kannst du dich beim Training nicht selber begaffen. Aber wo soll das jetzt noch hin? Gibt's hier vielleicht auch irgendwann mal ein Bett? Ja, ein Bett. So, bei einem Bett darf man nicht sparen, weil da verbringen wir einfach mega viel Zeit drin in unserem Leben. Und ein kleines Nachtkonsülchen wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Achso, er wünscht sich Bücher. Oh Gott, wo soll ich die noch unterbringen? Hätte ich da mal eher drüber nachgedacht. Hier sind schon mal ein paar Bücher. Moment.
Wo war das kleine Regal? Warte mal.